Vor 130 Jahren fuhr erstmalig in Plauen eine Straßenbahn. Eine Ausstellung zeigt im Festjahr die geschichtliche Entwicklung des öffentlichen Verkehrsmittels. Eine Straßenbahn, die ja, vom Mittelgroßstadt-Flair in einer gewissen Weise. Und natürlich ist es was, was Menschen auch zusammenbringt. Plauen ohne Straßenbahn ist eigentlich nicht denkbar. Mehr zur Plauener Straßenbahn sehen Sie jetzt bei uns. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Am 17. November 1994 wurde die Plauener Straßenbahn erstmalig in Betrieb genommen. Der erste Streckenabschnitt umfasste damals die Verbindung vom oberen Bahnhof zum Neustadtplatz. 130 Jahre Plauener Straßenbahn zeigen uns ja auch, es gab Höhen, es gab Tiefen, es gab Zeiten, da war es bedeutend kritischer gewesen. Wenn ich beispielsweise an die Weltwirtschaftskrise denke, das macht Mut, dass wir auch die gegenwärtigen Verhältnisse, wo die Finanzierung sicherlich problematisch und angespannt ist, überstehen werden, und ich blicke eigentlich optimistisch in die Zukunft. Anlässlich 130 Jahre Plauener Straßenbahn gehört sich einfach die Plauener Straßenbahn, die Geschichte der Plauener Straßenbahn zu würdigen, aber auch die Bedeutung für uns als Stadt. Eine Straßenbahn, die ja, vom Mittelgroßstadt-Flair in einer gewissen Weise, und natürlich ist es was, was Menschen auch zusammenbringt, ob alt, ob jung, ob arm und reich. Und das ist eigentlich das Besondere, dass wir hier eine Lebenslinie in der Stadt Plauen haben, die letztendlich die Stadt lebendig hält und die auch es wert ist, auch weiterhin zu pflegen. Und ein Punkt ist mir dabei ganz besonders wichtig. Heutzutage redet jeder über Nachhaltigkeit, über Umweltschutz. Und hier ist eigentlich deutlich gezeigt worden, dass das schon seit 130 Jahren hier eben mit einer umweltfreundlichen Technologie umgesetzt wird. Mehrere Millionen Fahrgäste transportiert die Plauener Straßenbahn im Jahr. Trotz alledem ist die Finanzierung des öffentlichen Verkehrsmittels regelmäßig eine Herausforderung. Das ist was, was mir wirklich auch Sorgen bereitet, das muss man ganz offen sagen. Ziel muss sein, dass wir die Straßenbahn auch langfristig in die Zukunft auch tragen und halten. Aber die Rahmenbedingungen finanziell, die wir als Stadt eben auch zu spüren bekommen, sind mehr als angespannt. Deswegen braucht es dafür große Kraftanstrengungen auf allen Ebenen, braucht es aber natürlich auch Unterstützung von Bund und Land, um eben diese Geschichte auch weiterzuschreiben. Also ich wünsche mir, dass seitens der Politik natürlich von Landesseite, von Bundesseite entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass insbesondere auch die Kommunen ausgestattet werden, dass sie eben ihren öffentlichen Personennahverkehr auch finanzieren können. Eine Ausstellung im Foyer des Plauener Rathauses gibt die Geschichte der Plauener Straßenbahn wieder. Wir haben insgesamt 16 Schautafeln und davon sind 13 so gestaltet, dass sie jeweils ein Jahrzehnt Geschichte der Plauener Straßenbahn kurz und übersichtlich zusammenfassen. Vermutlich ist jeder Plauner schon einmal mit der städtischen Straßenbahn gefahren und hat eigene Erinnerungen an das nicht selbstverständliche Verkehrsmittel. Solange ich denken kann, bin ich mit der Straßenbahn verbunden. Wir haben, als ich Kind war, am Breiselpöhl gewohnt, hatten Verwandte hier im Vogtland gehabt. Wenn wir abends mit dem Zug nach Plauen gekommen sind, auf einem der Bilder ist das noch zu sehen, der alte obere Bahnhof, wie er bis 1969 gestaltet war, auch die Haltestellenanlage. Ich kann mich noch gut erinnern, dann haben wir geschaut, steht die Linie 3 ins Breiselpöhl da. Und ich war dann immer erfreut, weil ich dann nicht nach Hause laufen musste. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.